Iltraud Springer, ich habe die Klassen R10a, B und C zusammen mit meinem Kollegen Bührmann jetzt von Montag bis Donnerstag begleitet bei dem Planspiel Politik und internationale Sicherheit. Und wir sind unterstützt worden von zwei Jugendoffizieren der Bundeswehr, die auch die ganzen Spielpläne mitgebracht haben und alles das, was man für dieses Planspiel benötigt. Ja, ich denke, dass es den Schülern sehr viel Spaß gemacht hat. Zu jedem Polistag gab es eine aktuelle Polistagesschau, bei denen die Länder der Welt in ihren realen Problemen gezeigt wurden, wie beispielsweise Südamerika, die Favelas in Rio, die hohe Kriminalität, der Drogenhandel und die Sicherheitskosten, die das Land mit diesem Hintergrund zu tragen hat. Ein anderes Beispiel, Kinderarbeit in Indien war ein Tagesschau-Thema. Hungernde und in Arabien. Es waren also immer aktuelle Themen, die jedem Land zur Lösung dargestellt wurden. Und ich denke, das hat den Schülern sehr viel Spaß gemacht. Viele lesen nicht regelmäßig die Zeitung, wissen auch nicht, was sich so auf der Welt tagtäglich ereignet. Und sie waren jetzt in diesen Tagen mit den Problemen anderer Länder beschäftigt und haben sich damit auseinandergesetzt. Und das hat wahrscheinlich bei jedem zum Denken geführt.